Hallöchen YouTube, da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir uns diesen Wissenstein angehört und gehen jetzt nochmal kurz hier weiter, in der Hoffnung, dass wir noch auf ein paar Spinnen treffen und vielleicht ganz nebenbei im Vorbeigehen die Stacheln sammeln können. Hier sind doch bestimmt noch Spinnen. Oh. Oh, Junge. Hallo. Giftbooker, zählen die auch auf? Oh, den hätte ich jetzt mal schön. Au. Offenbar zählen die Giftspucker auch. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt gleich 7 Stück. Wunderbar. Prima. Hätte nicht irgendwie die andere Gruppe auch eine Vierergruppe sein können? Das wäre schön gewesen. Aber man kann wohl nicht alles haben. Wir gehen aber erstmal wieder zurück. Wir finden bestimmt auch, wenn wir hier ein bisschen rumlaufen, noch genug Spinnen. Die Quest wird sich ganz von alleine machen und erfüllen. Da habe ich nun überhaupt keine Bedenken. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder, was heißt wieder? Wir gehen erstmal hier hoch. Das müsste ja dann der richtige Weg sein. Zu den Kobolden, um denen ihr Totem oder whatever abzunehmen. Oh. Ich dachte, diese ganzen Reagenzien. Können wir sneaken? Können wir mal wieder ein bisschen sneaken? Ich glaube irgendwie nicht. Oder auch doch. Schön renn in den Hals mit dem Dolch. Jopp, die Kapuze gibst du mal her. Und dann können wir auch mal wieder wie so einen alten Troll Kackhaufen looten. Das ist bestimmt auch das, was man als Held machen will. Ich würde sagen, hier ist noch eine Truhe. Ah, noch ein Haufen. Tja, da mal hinein in die Tränensplintmine. Da vorne sind schon wieder Gegnerz. Bäuerchen. Läufst du die ganze Zeit im Kreis da, oder was? So. Nur eins. Der läuft da irgendwie drumherum. Wenn wir unsere tolle Fähigkeit schon haben, wollte ich gerade sagen, dann sollte man sie auch clever nutzen, was ich nicht getan habe. Könnt ihr mir schon wieder vorstellen, dass wir hier... Oh ne, die geht auf. Da will ich mich aber erst hier nochmal umgucken. Ich dachte vielleicht, dass das irgendwie schon der Rückweg sei. Hier ist noch irgendwo eine Truhe. Großer, ach, mordender. Ich habe gerade mordender Stil gelesen. Aber es ist ein mordender Stil, weil so ein
altes morsches Holzstück hätte ich jetzt nicht mitnehmen wollen. Was ist jetzt mit euch? Na komm, dreh dich um. Jetzt kommt er auch noch nach hier geeiert. Geht's denn noch? Wie sie quieken und hasse nicht gesehen und ach. Alles ist so schlecht. Und alle wollen einem nur Böses, diesen armen Kobolden. Sieht aus, als sei es nicht kein allzu langer Dungeon. Zumindest auf den ersten Blick. Wir werden sehen. Oh. Oh, puh. Also ich denke die ganze Zeit, das geht oben rum. Ach so. Da macht das natürlich... Es geht nur im unteren Halbkreis. Das muss man natürlich erstmal wieder wissen. Sehr leicht. Das geht aber jetzt. Wunderbar. Ja, den ganzen Crumble. Ich geh mal hier lang. Schauen wir mal. Erstmal hauen wir daneben, wenn wir Kisten zerstören wollen. Okay, da hinten ist das offensichtlich schon. Das Totem. Was ist denn mit euch? Wie sie auch immer schon aus 8 Kilometern Entfernung angerannt kommen. Wie soll ich mich denn da an euch ranschleichen? Das ist doch total unfair. Vielleicht eine Spinne oder so noch? Oh, nee, aber zwei Dietriche. Motus Bergbauanalyse. Ich hab nicht da... Ach komm, ich nehme sie doch mal mit. Vielleicht triggert sie eine Quest oder so. Tut sie aber leider nicht. Na, du Kackviech. Wieso bist du als Einzige nicht mitgerannt, du feiger Ekel? Toll. Ja, ich weiß, mein Mausbutton 4 ist die Schicksalsleiste, aber die brauche ich doch bei diesen Gegnern nicht. Ich bitte dich, Spiel. Gucken wir doch erstmal hier. Wie episch einfach auch diese Türen aufgehen. Oder sind ja eigentlich schon fast Tore. Da sind wieder drei Koboldis. Ich glaube, ich werde jetzt so oder so entdeckt. Den kann ich vielleicht noch. Hör auf, diese Bomben werfen zu wollen. Zack. Huch, was war das denn?
Wunderbar. Meisterhafte Kriegerstärke. Meistertalg? Kann man bestimmt für viel Geld verkaufen. Sieht aus wie ein Goldklumpen. Also Talg. Ich weiß nicht, ob Talg ein großer Goldklumpen ist. Ich habe keine Ahnung. Wow, für einen meisterhaften Zornesschlitzer. Ah, den Felshaufen. Meisterdolche. Nein. Ja? Wo kommen die denn her? Was stimmt denn mit euch nicht? Dreh dich doch nicht jetzt um, Junge. Au. Das war ein guter Konter, Kollege. Die Geräusche sind echt eklig. Wenn die hier am Absterben sind. Ach, am Absterben vor allen Dingen. Am Rumsterben. Wie auch immer. Am Krepieren. So, hier können wir ein bisschen schwimmen. Ja. Zur Natur. Warum nicht? Und zu einem Autosave Point offensichtlich. Motus Berichte 4. Achso. Wir können ja hier nicht springen und wir können auch nur an vorgehenden Stellen irgendwo hoch und runter laufen. Ja, dann wollen wir uns mal das Totem schnappen, nicht wahr? Gehen wir mal wieder in den Sneak-Modus und gucken mal. Och nö. Och nö. Och nö, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Wo sind der Granatenhans? Junge! Ich meine, wir kriegen keinen Schaden. Wir haben einen relativ hohen Rüstungswert. Jetzt ist aber gut. So, knacken wir das Trüchchen. Ja, warum auch nicht? Ist doch immer schön, wenn die Ausgangsposition die richtige ist. Achso, das war nur eine Pflanze. Wo sind ja noch ein Truhen? Da. Ja, gut. Das mit dem Loot, da habe ich mich ja in diesem Spiel schon zu Genüge drüber ausgelassen. Beinenschienen von Hrba. Ihr seid ein... Natürlich. Nur mal nichts für Raffinesse, das wäre langweilig. Das wäre ja total langweilig. Jetzt gebt mir mal euer Totem, ist ja hässlich. Zu Orsinian Page zurückkehren. Ja, das machen wir. Den haben wir ja quasi in der letzten Folge vor der, nenne ich es Winterpause. Auf jeden Fall haben wir ihn da kennengelernt. Das ist der Typi, der meiner Meinung nach irgendwie Wegezoll verlangt hat oder irgend sowas in der Art auf jeden Fall.
Ich sehe nichts. So. Alles weggebuttonmashed. Dieser eine Kobold, er war nur ein Köder. Für alle anderen, also beziehungsweise für mich und alle anderen sind sofort auf mich losgestürmt. Eine leichte Truhe, na, das sollte ja. Jo, Mensch. Meisterhafte Mana-Regeneration. Gut, damit hätten wir das Höhlchen hier abgefrühstückt oder die Mine. Wenn jetzt hier auf dem Rückweg nicht noch irgendwo Kobolde aus der Erde kommen und uns platt machen wollen. Sind wir hier auch durch, dann würde ich sagen, gehen wir in der Folge noch... Gehen wir zurück zu Orsinian? Ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Oder ob wir jetzt einfach... Wir haben ja hier in der Nähe auch die Höhle, wo wir für die... Eine Hauptquest kann man ja nicht sagen. Dich! Bombenmann! Oh, ich wollte nicht. Geschickt runter durchrollen hat super funktioniert. So. Ich meinte, hier irgendwo war das ja, ne? Oder hier. Den Eremitenschmied finden. Da müssen wir hin. Schade, dass ich die Quest hier mit dem Doppelklick nicht aktiv schalten kann. Das wäre... Wo müssen wir denn da überhaupt lang? Wir müssen da wieder runterführen, ne? Und dann müssen wir da irgendwie hoch. Genau, dann nehmen wir, suchen wir noch den Eremitenschmied und hier die Halle der Erstgeweihten. Dann eiern wir doch da jetzt mal hin. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eine Spinne, dass wir die Quest auch gleich mit abgehakt haben. Ah ne, können wir auch hier oben lang? Ah, das müssen wir sogar, ne? Das müssen wir sogar. Was ist das? Was ist das für eins Lager? Ne, wir müssen überhaupt gar nicht hier oben lang. Wir müssen runter. Wenn wir zum Schmied wollen, müssen wir runter. Ich hab gerade gedacht, was ist das denn für ein Gegner? Aber das ist noch die Spinnenleiche, schlicht. Schlicht und ergreifend. So, hier links hoch. Vielleicht eine Spinne? Wie wär's? Gut, hier sind keine Spinnenweben. Hier wird keine Spinne aus dem Boden kommen. Ja, ich weiß. Ich habe das Prinzip ja verstanden. Oh, das ist noch ein Wissensstein. Dann... Wie machen wir es denn? Wir hören uns den Wissensstein an und reden in der nächsten Folge mit dem Schmied, der übrigens nicht so gut aussieht. Der ist bestimmt verletzt oder so. Aber erstmal kurz den Stein. An jenem Tag erwachte der Baumeister und fand seine Gabe vertrocknet. Den Quell seiner Macht tot wie Staub. Bald hörte er das erste Flüstern, die erste Erwähnung Sterblicher. Nun gut, da drüben hüpfen fleißig einige Jotun rum. Die werden wir bestimmt auch noch erledigen. Da ist noch eine gebannte Truhe. Na, das wird ja auch lustig. In der nächsten Folge. Ja, wir reden dann mit dem Eremitenschmied. Gucken mal, was der uns noch zu erzählen hat. Dann können wir wahrscheinlich hier und hier irgendwie runterhüpfen. Und dann würde ich fast sagen, gehen wir direkt zur Halle der Erstgeweihten. Und geben dann später hier oben die Quest ab und gehen wieder zurück zur Eisenhagfeste. Das klingt doch eigentlich ganz ordentlich. Mal gucken, ob wir das auch so umsetzen. Bis hier sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.